Jo Leute, willkommen bei einem neuen Video, Freunde. Heute Premiere. Frankie. Heute gibt es meine Top 5 russischen Rezepte. Und ich dachte mir, okay, klar, ich könnte jetzt auf easy meine russischen Rezepte, ne? Ihr wisst, Freunde, ich bin russisch aufgewachsen, meine Eltern kommen aus Russland. Deswegen habe ich mit der russischen Kultur super viel zu tun. Aber das wäre irgendwie nicht das Wahre, wenn ich euch vermitteln würde, wie man russisches Essen kocht. Denn ich habe in meinem Leben nicht viel selber russisches Essen gekocht. Weil ich natürlich eine wunderschöne Mutter hatte, die das für mich gemacht hat. Und ich dachte mir, okay, wieso koche ich nicht mit meiner Mom zusammen und zeige euch, wie russisches Essen aussieht. Deswegen grüße auf jeden Fall meine Mama. Hello! Hallo! Freunde, kleine Story. Meine Mama ist seit 2 Wochen aufgeregt, weil ich meinte, willst du ein Video drehen? Die so, ja, aber macht sich auf jeden Fall voll den Kopf. Ja, sie kriegt das aber hin. Ihr Deutsch ist nicht das Beste, aber sie gibt ihr Bestes. Das ist das Wichtigste. Ja. Kriegen wir hin? Mhm. Okay, alright. Fangen wir an mit Platz Nummer 5. Was ist Platz Nummer 5? Borscht. Borscht ist quasi so die Nationalsuppe in Russland. Das ist eine rote Beete-Suppe. Was brauchen wir als allererstes? Erste gekochte Fleisch. Genau. Wir haben gerade eben schon mal Fleisch gekocht. Das ist Rindfleisch, was wir mit rote Beete und Kartoffeln erstmal 1,5 Stunden vorkochen lassen haben. Weil das ist die Basis für diese Suppe. Was dann? Pancharka machen. Pancharka machen. Wir braten erstmal ein paar Dinge an. Als allererstes? Erstes Möhren, ja. Genau, okay. Und rote Beete. Möhren und rote Beete. Yes. Ja. Okay, und jetzt kommen, nachdem wir das so 2 Minuten angebraten haben, noch die Zwiebeln rein. Und das wird nochmal 2 Minuten angebraten. Jetzt muss man Paprika dazulegen. Paprika dazulegen. Ja, das ist für mich das erste Mal, ich kann das nicht, ne, wie du. Alles gut. Dann kommt Kartoffeln. Kartoffeln kommen da rein? Ja. So. Hitze ein bisschen mehr. Mehr Hitze? Ja. Okay. Nochmal anbraten. Und Knoblauch kommt da rein, ne? Nee, 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 jetzt. Tomatenmark? Tomaten. Die konnte ich vergessen. Tomaten. Erst Tomatenmark. Dann. Die gerne essen mehr oder weniger. Ich liebe das 3 Löffel Minimum. 3 Löffel Minimum. So, danach gute Farbe und schmeckt jetzt. Boah, ich könnte das easy so essen, Freunde. Ja, ich auch. Das riecht so geil. Einfach so Gemüse angebraten mit Tomatenmark. Das ist schon einfach so eine Mahlzeit. Freunde, ich habe dieses Essen mein Leben lang alle 2 Wochen essen, haben wir das gegessen, oder? Ja. Alle 2 Wochen. Also jetzt liebe ich es, aber damals war es Standard. Aber trotzdem essen. Ja, ja, klar, immer. Sonst wäre der Bauch nicht da gewesen. Robert, jetzt brauche ich ein bisschen Wasser. Kochendes? Ja. Hier rein? Ja. Hm, rein. Mhm. Salz, Pfeffer drin. Das kommt jetzt gleich alles hier rein, ne? Nicht alles, halbe, ne? Okay. Halbe. Was ist das? Das ist Dill und Petersilie. Okay, okay, okay. Das ist für Geschmack, Rest, mhm, das bei Ende. So, jetzt haben wir alles angebraten, was wir brauchen. Das kommt dann jetzt in unseren Topf. Unsere Pancharka. Unsere Pancharka kommt hier rein. Es gibt auch nichts Geileres, als bei 38 Grad in Köln eine Suppe in zu kochen. Toll. Wie Sauna. Und so, Weißkohl? Jetzt Weißkohl dazu. Ah, okay, der kommt auch noch rein. So Bock darauf, Frankie. Ich Freunde, liebt ihr Suppen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja oder nein? Seid ihr so ein Suppentyp oder nicht? Ich glaube, ganz viele Kinder besonders hassen Suppen. Ich hasse auch Suppen. Genau, ich hatte so eine Zeit, da habe ich Suppen gehasst. Ja, ich auch. Aber jetzt bin ich so, appreciate ich jede Suppe, die ich so bekomme. Ja, ich schätze sie. Voll, genau das. Ich denke mir so, oh, endlich mal was Gesundes. Ja, genau. Schatz, ich brauche wieder Wasser. Ah, okay, okay. Sorry. Aber nicht voll, ne? Bis hier. Fast fertig. Muss jetzt kleine Flamme. Decke zu. 1 Stunde später, Borscht ist fertig. Ja. Ein Moment. Petersilie? Ja. Okay. Und dann einfach eine richtig, richtige fette Oma-Kelle, dass man auch satt wird. Sieht richtig appetitlich aus. Voll. So. Und dann zum Schluss das Allerwichtigste, also für mich auf jeden Fall, ist Schmand. Davon auch noch ein Klecks hier in die Mitte, ne? Oh. Jawohl. Beauty Shots. Guten Appetit. Okay? Ja. Dabei mal. Mal. Dabei. Kusna? Da. Schmeckt es? Voll, Frankie, probier. Digga, ich kenne das ja schon, ich liebe es. Jetzt weiß ich selber erst, wie man 100%ig Borscht macht wie Mama. Korrekt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dein erstes Mal Borscht? Ja, Mann, es riecht so richtig gut. Es riecht gesund. Ja, Mann. Heiß.
Mhm. Ja, Mann. Ist geil, ne? Ich liebe es voll, ja. Tehodoschnik. Oh yeah. Das ist richtig. Crispy Mama Tehodoschnik. Frankie, wir haben hier 3 Liter, wir essen das über die Tage noch. Das ist genug. 3 Liter ist nicht genug für mich. Weiter geht's. Platz Nummer 4. Pelmeni. Genau, das ist ein ganz normales russisches Essen. Ich liebe Pelmeni einfach. Das sind gefüllte Teigtaschen, gekocht mit Hackfleisch und Zwiebeln. Ja. Besonders empfehlenswert für Leute, die sehr lange Samstagabends gefeiert haben, um Sonntag wieder klarzukommen, ne? Ist bei Russen sehr üblich. Okay. Was machen wir, Mama? So, jetzt 40 hier Blätterteig. Den müssen wir ausrollen, ne? Ja. Brauchst du Rezept für Blätterteig oder? Wie ist denn das Rezept für Blätterteig? Das ich mach mit Milch. Milch und? Ja, danach Blätterteig, das ist sehr weich. Okay. Sehr weich. Das heißt, da kommt Milch rein, Mehl Milch, rein? Milch, Mehl und 2 Eier, Salz und bisschen Öl. Perfekt, Freunde. Ja. Brauchst du nicht so zu viel, danach ein bisschen lassen für andere Gericht. Ich habe uns solche geholt. Aha. Super! Das bestimmt kaufen für dich, nicht für mich. Mach ah, warte, selber. nein, du hast meins. Ja. Perfekt. So. Ach so. Du vergessen sagen, das ist Wasser. Ja. Das Wasser kocht halt schon mal vor, weil das brauchen wir gleich, um die Pelmeni zu kochen. Perfekto. Perfekt? Nein, noch dick. noch dick. Nicht perfekt. Fast. Fast. Perfekt. Oder? Jetzt ist das perfekt, oder? Ja. Es geht. Ja. Es geht. Okay, mach ich's. Das kommt jetzt hier drauf. Ja. So. Jetzt sieht man halt genau, wo man das Hackfleisch hinpacken soll. Okay, gut, Freunde, das machen wir jetzt erstmal voll. So, Freunde, das ist jetzt fertig, unser Teig auch. Und den packen wir jetzt einfach da drüber, ne? Ja, okay. Einmal. Das ist mir vergessen, Eine glückliche Pelmeni. Ein glückliche Pelmeni? Was bedeutet das? Ich weiß, was das bedeutet. Ja, was? Und zwar macht man, wenn man Pelmeni macht, einen richtig scharf. Und der, den bekommt, hat quasi Glück in seinem Leben, weißt du? Also im ersten Moment ist der wahrscheinlich am Arsch, aber danach vielleicht gewinnt er im Lotto. Die Russen sind aber richtige alle, Pranksters. Nicht alle. Ja. Jawohl. Oh, das tut weh. Also, das kommt jetzt hier drüber. Und jetzt rüberrollen? Ja, einfach mit Kraft. Ah! Ach so. Das ist Pelmenica. Ah. Kannst du mit deiner Kraft noch einmal? Mit meiner Kraft. Ja. Mit der Kraft der Abonnenten. Okay, und jetzt? Oh, ganz komplett Pelmeni. Scheine vergessen. Krass. Was? Ah. Okay, Freunde, das kommt jetzt alles in den Topf. Das wird dann um die 15 Minuten gekocht und dann sehen wir uns mit super leckeren Pelmeni gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Unsere Pelmeni sind fertig und meine Mama hat gerade beim Probieren sogar in den Schafen reingebissen. Einer rausgefischt und direkt der glückliche Pelmeni. Ja, los, los, ja, mit dir. Oh, du bist. Boah, danke schön. Okay, so, vor lauter Verlegenheit geht es jetzt weiter. Boah, ich liebe es sogar, wenn noch ein bisschen Wasser da ist. So. Das ist dann ein bisschen saftiger. Voll. Die kann man auch anbraten, das ist auch geil. Freunde, das sind russische Pelmeni. Nice, let's go. Freunde, einen Tipp gebe ich euch, passt auf, wenn ihr die isst. Man denkt so, die sind außen abgekühlt, aber innen drin wartet die Hölle auf euch. Guten Appetit. Guten Appetit. Schmeckt so geil. Vorsicht. Okay. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Alles nicht so nett. Platz Nummer 3. Chibureki. Genau. Das sind im Endeffekt Wantans, also russische Wantans. Ich meine, sowas wie Wantan gibt es ja überall auf der Welt, das heißt nur irgendwie überall anders. Im Russischen oder bei uns heißt es auf jeden Fall Chibureki. Wie sehen Chibureki aus? Oder wieso macht meine Mom Chibureki? Denn wenn meine Mom damals Pelmeni gemacht hat und noch etwas Teig übrig geblieben ist und etwas Fleisch übrig geblieben ist, dann kann man daraus quasi mit denselben Sachen noch mal ein anderes Gericht zaubern. Und es schmeckt irgendwie gefühlt was komplett anders. Okay, was machen wir? Ja. Cool, nix
wird verschwendet. Nee, es wird nichts verschwendet. Nehmt eine so, dann einfach schneiden. Ah, okay, wir schneiden also den Teig einfach in kleine Stückchen. Und danach machst du mit dieser rund. Ah, und die rollen wir dann alle einzeln aus? Ja. Alright. Schatz, muss erst damit mehlen. Ich weiß. Erstmal Mehl, Bruder. So, das heißt, wir haben ein Stückchen Teig ausgerollt. Jetzt kommt da quasi wieder unsere Hackfleisch-Zwiebelmischung rein. Aber dünn. Genau, diesmal legen wir die nicht rein, sondern streichen die quasi fein auf den Teig. Ah, so eine Pilmeni-Pizza fast. Ungefähr. Fast. Ach so. Ja. Ein Calzone, nicht eine Pizza. So, und die Ecken dann nochmal mit dem Messer zusammendrücken. Ne? Perfekt. Gut, Freunde, das machen wir jetzt mit allen dreien. Die hauen wir dann direkt in die Pfanne. Also wir haben richtig viel Öl reingetan, damit wir sie quasi halb frittieren. Und dann gibt es russische Chiburiki. Wie gesagt, die kommen jetzt einfach in die Pfanne. Bumm. Bumm. Und bumm. Und dann frittieren. Hm? Danach umdrehen. Ja. Umdrehen, frittieren. Bis gleich. Beauty, Schatz. So, Freunde, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir endlich essen. Die Sache ist halt, es gibt einen Menschen, der wahrscheinlich Chiburiki mehr mag als ich, und das ist meine kleine Schwester. Deswegen, du darfst auch mal in meinem Video essen. Richtiges Family Dinner hier. Ja. Nee, das ist für mich zu viel. Okay. Ich bin hier. Danke. Frankie, hier. Oh, danke. 3, 2, 1. Ich liebe es, dass die Dinger so knusprig sind. Fleisch auch fertig. Alles perfekt. Freunde, macht es nach. Und andere Frage, wo kommt ihr eigentlich her? Was für ein Essen isst ihr zu Hause? Also aus welchem Land kommt ihr? Was ist für euch typisch so? Gibt es deutsche Küche? Gibt es türkische Küche? Gibt es chinesische Küche? Schreibt es mal in die Kommentare. Bei uns gab es halt auf jeden Fall mal deutsche und russische. Größtenteils. Und halt tadschikische Küche. Ja gut. Und sonntags auch mal ein Döner. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Akroschka. Genau. Das ist eine russische kalte Suppe. Aus Buttermilch, Gemüse und Ei und ja. All dem Stuff, der Schmand hier ist. Auch? Schmand auch, ja. Ja, Akroschka, das ist so ein Mysterium für sich. Mochte ich das als Kind? Nein. Nee, ne? Nee. Jetzt mag ich das. Später, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Probiert es aus. Vielleicht schmeckt es euch, vielleicht nicht. Ich finde es jetzt mittlerweile mega geil. So, erste, das ist gekochte Eier. Ja, okay. Gekochte Kartoffeln. Frische Gurken. Hähnchenwurst? Ja. Ah, okay. Radieschen. Und Dill. Und Dill mit Knoblauch. Okay. Freunde, das Geheimnis von Akroschka ist, dass alles da drin super fein geschnitten ist. Wie du siehst, alles in Würfelform, super fein, super klein, damit das quasi gleich einfach so, ja, angenehm zu essen ist, weißt du? Frankies wird geil. Also der Schmand muss mit Wasser umgerührt werden. Und die Buttermilch kommt da rein? Nicht alles, erst der halbe, danach ich probiere und sagen. Okay, erst die Hälfte. Nein. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Ja. Jetzt Salz, Pfeffer. Ah, okay. Aber Salz vorsichtig, nicht sofort. Und Pfeffer einmal. Das ist nur für Geschmack. So, jetzt unser Schmand wie Wasser. So. Das erinnert mich so an meine Kindheit, ey. Egal, ich glaube, wo wir zu Besuch waren, gab immer. Und danach ein bisschen Wasser. Das hatte ich auch bei euch gegessen. Ja, kann es sein? Ja. Vor einem Jahr. Ja. Das war mega. So, jetzt muss ich probieren. Noch ein bisschen. Perfekt. Das war's schon? Ja. So einfach? Ja, das ist fertig. Okay. Normalerweise bei Kühlschrank eine Stunde Minimum. Aber das ist alles kalt. Buttermilch kalt, Schmand kalt, das ist Wasser kalt, das ist genau fertig. Okay. Aber wenn warme Sachen machen, mit warmem Wasser, besser Kühlschrank ein und zwei Stunden. Perfekto. Guten Frankie, Appetit. Beauty Shots. Gesund, lecker und erfrischend, oder? Ich finde, das ist so ein... Für diese Wetter. Genau. Perfekt. Ja. Für den Sommer ist das so ein geiles Essen, weil es halt einfach ein bisschen abkühlt. So, es ist manchmal echt ekelhaft, wenn man so einen Haufen Pilmeni bei 40 Grad essen muss. Ja, wie gesagt, ihr müsst das ausprobieren. Ihr könnt das Ganze auch natürlich ohne Fleisch machen, gar kein Problem. Oder ja. Ohne Eier. Normalerweise Robert Christensen ohne Eier, ohne Fleisch. Genau. Das ist so, mag ich es am liebsten, aber so ist es halt einfach das Original, deswegen haben wir das heute gekocht. Und extra für Robert. Machen. Dankeschön, ich weiß. Ihr macht immer extra eine, immer ohne Eier, ohne Fleisch. Okay. So, und deswegen macht es, wie ihr wollt. Probiert es aus. Guten Appetit.
Platz Nummer 1. Schaschlik. Frankie, das kennst du doch. Ich kenne es sehr gut. Die Sache ist, wir haben gerade Hochsommer. Die Deutschen lieben das Grillen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, mal Original von meiner Mama gemachter russischer Schaschlik. Nicht russische, für unsere Familie. Okay. So, mein Mann. Das Crispy Rock Familienrezept. Okay. Oh. Nachts machen, macht es auf jeden Fall. Ich liebe diese Art von Schaschlik übertrieben. Was braucht man dafür? Einen Haufen von Zwiebeln. Fleisch? Fleisch. Genau, was für ein Fleisch haben wir? Schweinenacken. Fleisch. Schweinenacken. Genau, genau. Das haben wir quasi schon in Stücke zusammengeschnitten. Das kommt hier einfach rein. Ja. Ne? So. Dann kommt Mayonnaise rein. Jawohl. Zu marinieren natürlich. Richtig viel Mayonnaise, ne? So, erst reicht. Das reicht. So, und dann haben wir hier, die kann man im russischen Supermarkt kaufen, Standard-Würzmischung für Schaschlik. Prinzipiell könnt ihr das auch einfach selber machen. Da drin ist im Endeffekt Salz, Koriander, Paprika, Dill, Petersilie, Bohnenkraut, Lorbeerblätter und Oregano. Kann man machen, kann man kaufen. Das kommt auf jeden Fall einfach hier drüber. Und das Allerwichtigste beim Schaschlik ist was? Gut reinmassieren, ja. Ne? Also das Fleisch wird einfach saftiger durch die Zwiebeln und durch die Marinade. Ich weiß, Freunde, das ist nichts für Vegetarier gerade, aber für die Grillfreunde, ihr werdet es lieben. Mit Liebe, Robert. Ja, ich mach das mit Liebe. Was war mein Lieblingsspielzeug, als ich klein war? Große Topf mit Decke und große Löffel. Und einfach kann 2 oder 3 Stunden so laut, aber Robert ist ruhig. Er hat ja auch einen. Ungefähr so. Und genau deswegen mache ich jetzt Kochvideos auf YouTube. Vielleicht habe ich dadurch die Liebe zum Kochen entdeckt, weil mir das Geräusch dieser Küchenutensilien gefallen hat. Bestimmt. Ja. Vielleicht. Dieses Spielzeug mit Singen, das ist Frosch. Ah, ja. Mit dem Rad. Oh, das ist Nervensystem kaputt. Ich bin so ein Typ, der drückt so 100 Jahre lang auf denselben Knopf, weißt du? Ich denke, am ersten Tag, das ist sehr schnell und dann fertig. Nein, das eine Woche, nach 2 Wochen ist dieses Spielzeug versteckt. Tut mir leid. War nicht extra. Mein Sohn. Das Fleisch ist gut durchmassiert. Das kommt jetzt in den Kühlschrank, ne? Ja. Wie lange? Nicht einfach Kühlschrank. Jetzt warmes Wetter, vielleicht eine Stunde ohne Kühlschrank geht das. Aber normalerweise ist immer mariniert für 3-4 Stunden oder Nacht. Okay. Am besten danach, ganze Nacht bei Kühlschrank. Okay, genau. Also wenn ihr es perfekt machen wollt, dann macht das Fleisch auf jeden Fall am Abend vorher schon mal fertig und mariniert es über die Nacht im Kühlschrank. Wenn ihr es schnell machen wollt, dann reicht einfach 1 Stunde in den Kühlschrank, holt's raus und ab auf die Stelle. So machen wir das. Okay, ja. Bis in einer Stunde. So, Freunde, das Fleisch ist auf dem Grill. Guckt auf jeden Fall, dass das Fleisch nicht zu lange auf dem Grill bleibt, denn das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass das Fleisch trocken wird und das will hier keiner. Deswegen ganz schnell, easy cheesy, von allen Seiten anbraten. Gucken, dass es außen knusprig ist, innen noch zart. Perfekter Schaschlik. Bis gleich. Frankie, gib dein Bestes. Oh. Mama, let's go auf den Platz Nummer 1. Lecker, ne? Ich liebe. Das ist lecker. Freunde, was soll ich sagen? Außer, dass es mit Abstand einer der leckersten Videos seit langem war. Ja, ist wirklich so. Danke, Mama. Danke. Also an dieser Stelle erstmal natürlich einen Daumen nach oben für meine Mama, die einen super guten Job gemacht hat, die wirklich aufgeregt war, wahrscheinlich schon die letzten 2 Wochen nicht schlafen konnte. Auf jeden Fall, danke, echt Mama, du hast das wirklich sehr gut gemacht dafür, dass du das erste Mal vor der Kamera bist. Du bist die Beste. Danke. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Ansonsten abonniert diesen Kanal. Mama. Das wird dein. Ja, das kommt gleich. Eine Frage noch. Ja. Papa ist doch vom Beruf Koch. Ja. Das wäre doch bestimmt witzig, wenn ich mit Papa auch mal was koche. Würde, oder? Ich glaube, das ist besser wie mich. Nein, oder? Ja, doch. Echt? Professionell. Freunde, habt ihr Lust, dass mein Dad beim nächsten Mal mit mir kocht? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Er ist echt professioneller Koch. Er arbeitet seit 25 Jahren als Koch. Ich glaube, das könnte witzig werden. Vater gegen Sohn. Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, wir sehen uns Sonntag mit dem nächsten Video. Das wird Daniel. Ciao. Ah ja, und schreibt in die Kommentare nochmal, wo ihr herkommt. Ich will wissen, wo die Team Bro Community herkommt. Aus welchen Ländern? Das wird Daniel. Das wird Daniel. Ciao. Danke. Я 3 раза до свидания. Egal. Ты хоть вырежи там. Ja.